Herzlich willkommen zum heutigen Video. Und du siehst es, dieser Kanal ist leer. Es gibt keine Videos mehr von mir auf diesem Kanal. Und ja, ich sag mal, dieser Prozess der Social Media Reduzierung war jetzt bei mir die letzten Monate sehr präsent. Ich habe mein Instagram-Account als erstes gelöscht und dann jetzt, ich glaube vergangene Woche oder vor 2 Wochen, dann auch die Entscheidung getroffen, die Videos runterzunehmen von YouTube. Und für mich fühlt sich die Entscheidung gut an, dass ich das gemacht habe. Ich gehe auch momentan davon aus, dass ich die Videos nicht wieder hochladen werde. Und warum, da möchte ich auch gerne gleich drauf eingehen. Aber im heutigen Video komme ich zurück zu dem Punkt, wo ich mit diesem Kanal begonnen habe vor mittlerweile 5 Jahren. 2016 habe ich die ersten Videos hochgeladen oder vielleicht war es 2017. Und mein Ziel oder mein Wunsch war es immer, mit diesem YouTube-Kanal ein Tagebuch zu kreieren. Das Tagebuch meines Lebens, das ich selbst noch gar nicht kenne, sondern das Tagebuch meines Lebens, das ich selber erlebe. Ja, und ich hatte nie das Ziel, wirklich mit diesem Kanal etwas zu kreieren, etwas zu erschaffen, sondern ich wollte mit diesem Kanal vor allem dokumentieren. Ich wollte immer mein Leben dokumentieren, das Abenteuer des Lebens dokumentieren aus meiner Brille, aus meiner Perspektive. Und ich habe das viel gemacht auf diesem Kanal. Ich hatte viel Spaß und Freude dabei. Und ich habe auch viel so Content kreiert. Also so, ja, ich sage einfach mal, mich hingesetzt, überlegt, was könnte ich für Videos machen und habe die dann produziert. Und habe dann da irgendwie, ja, auch viele solcher Videos gemacht. Habe aber immer wieder gemerkt, immer wieder, wenn ich damit begonnen habe, es hat mich immer wieder zurückgezogen in dieses Dokumentieren. So das, was ich jetzt auch gerade hier mache. Ich habe gerade keinen Plan für dieses Video, sondern dieses Video ist gerade da, um mir aus der Seele, aus dem Herzen zu sprechen. Und ich habe einfach gespürt, ich habe diesen Kanal mal wieder in eine Richtung gelenkt, ja, die sich unstimmig angefühlt hat. Und ich glaube, das ist auch ein normaler Weg. Also ich glaube, es betrifft uns alle. Ich glaube, wir alle treffen Entscheidungen, wo wir irgendwie danach merken oder das Gefühl bekommen, hey, irgendwie fühle ich mich mit der Entscheidung einfach nicht so wohl. Oder die Art und Weise, wie ich gerade etwas mache, fühlt sich einfach nicht stimmig an. Und wenn ich mir eins beibehalten möchte und wenn ich einer Sache mein Leben lang treu bleiben möchte, dann ist es diese authentische Seite zu bewahren und einfach ehrlich zu sein. Und wenn ich ehrlich bin, dann hat sich das in letzter Zeit auch nicht mehr stimmig angefühlt, Videos zu machen. Und irgendwie fühlt es sich für mich auch nicht gut an, unstimmige Videos überhaupt auf dem Kanal zu haben. Ja, deswegen habe ich einfach mal alle Videos gelöscht, weil die einen haben sich nicht stimmig angefühlt und die anderen, die sind so alt mittlerweile aus den Zeiten mit dem Amazon-Business, das hat sich auch nicht mehr gut angefühlt. Deswegen sind alle Videos weg. Und deswegen habe ich mich auch echt mehr oder weniger aus Social Media verabschiedet, weil ich mich einfach, ja, wieder ins Leben hingezogen fühle. Ich fühle mich einfach hingezogen, wieder das Leben wirklich im Moment zu leben und zu erleben und nicht mehr nur darüber zu sprechen. Und ja, ich habe auch keine Lust mehr so zu tun, als wüsste ich irgendwie mehr als irgendjemand anderes da draußen, sondern ich merke einfach, egal wie viel ich anderen Menschen weiterhelfe, egal wie viel Coachings ich selber buche oder mache, ich bin immer und bleibe auch immer ein Mensch mit eigenen Problemen, eigenen Herausforderungen und für mich fühlt es sich auch nicht mehr stimmig an, irgendeine Fassade aufrechtzuerhalten, in der ich so tue, als wäre ich was anderes, in der ich so tue, als würde ich mehr sein als das, was ich bin. Und weil ich einfach keine Lust mehr habe auf diese Fassade, habe ich mich auch entschieden, keine Coachings mehr anzubieten, weil für mich fühlt es sich nicht stimmig an dem Punkt, wo ich im Moment in meinem Leben stehe, weiterhin Coachings zu machen. Und es kann sein, dass sich das wieder ändert eines Tages, aber jetzt im Moment für mich merke ich, nein, es ist einfach ein Nein.
mehr brauche ich dazu auch gar nicht sagen. Und ja, das macht mir selber auch Angst, weil für mich war das auch eine Sicherheit, die ich hatte. Ich wusste immer, wie ich Menschen helfen kann. Und ja, das war für mich natürlich finanziell immer eine Sicherheit, die ich jetzt auch aufgebe. Ich habe natürlich ein paar Rücklagen und mein Vermögen, was ich bisher aufgebaut habe. Aber ich springe jetzt hiermit auch wieder auf ein neues, ja, ins Nichts. Und tauche wieder ein in dieses Nichtwissen, was kommt als nächstes. Nichtwissen, gibt es neue Möglichkeiten, die sich öffnen, dieses Nichtwissen, was kommt. Vielleicht kennst du das. Und in dieses Nichtwissen springe ich momentan einfach rein und ich lasse mich da einfach reinfallen. Ich weiß gar nicht wirklich, warum oder wieso, aber ich muss einfach, es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gut an, sich einfach reinfallen zu lassen, wieder in das Nichtwissen. Und mich einfach wieder zu öffnen für alles. Und einfach wieder zu sagen, hey, okay, nimm mich einfach, lieber Gott, nimm mich einfach, nimm meinen Körper und platziere mich einfach dahin, wo du mich gerne hast. Lass mich das machen, was du möchtest, was von mir gemacht werden soll. Ohne jetzt zu wissen, das ist so verrückt eigentlich, aber genau für diese verrückte Scheiße lebe ich einfach und genau dafür bin ich hier. Und genau dafür ist dieser Kanal, ja, um einfach die Verrücktheit, die Geilheit des Lebens einzufangen in coolen Momenten des Lebens. Und das war ursprünglich der Gedanke meines Kanals. Ich habe begonnen, auf diese unternehmerische Reise zu gehen. Damals war ich noch in meinem Studium und habe dann hier dokumentiert, wie ich mein erstes Business aufgebaut habe. Mit allen Hochs und Tiefs, ey. Die von Anfang an dabei waren, die wissen das noch, ey. Was für verrückte, kranke Scheiße mir alles passiert ist. Wie ich Produkte in China bestellt habe und der Hersteller hat einfach bei meiner ersten Bestellung das falsche Produkt gemacht und so. So verrückte Sachen, ey. Oh, ich bin so froh, dass ich das hier alles dokumentiert habe und dass es Menschen wie dich da draußen gibt, die einfach wissen, die einfach das alles mit mir gemeinsam erlebt haben. Ja, und genauso möchte ich, dass es weitergeht. Ich möchte einfach diese Freude und diese geile Intensität des Lebens teilen mit der Welt. Aber eben nicht mehr auf diese zwanghafte Art und Weise, nicht mehr auf diese Art und Weise des, boah, ich muss jetzt die Kamera wieder in die Hand nehmen, weil ich habe wieder was Geiles zu teilen, sondern nein, einfach in ganz wenigen ausgewählten Momenten möchte ich mich hier gerne hinsetzen und einfach erzählen, wie sich mein Leben so entwickelt. Und ich möchte auch gerne den Gedanken aus diesem Kanal rausnehmen, dass ich hiermit in irgendeiner Weise ein Business draus aufbauen muss oder dass dieser Kanal in irgendeiner Weise kapitalisiert werden muss. Ich habe das Gefühl, da öffnen sich, wenn überhaupt, andere Räume, neue Räume. Es war ein geiler Abschnitt, es waren geile Jahre. Sowohl die Amazon-Zeiten als auch die Zeiten in der Persönlichkeitsentwicklung, die Coachings, die ich machen durfte. Es waren so geile Momente, so geile Zeiten mit so geilen Kunden. Und da bin ich einfach froh, da mit so einem guten Gefühl einen Abschluss zu finden und mich für etwas Neues zu öffnen, was auch immer das dann ist. Ja, viel Gerede. Ich glaube, dabei belasse ich es. Also, ich danke dir. Ja, ich danke dir, dass du hier bist, dass du für dich deinen Weg gehst. Wir sind alle auf diesem Weg, wir sind hier alle gemeinsam. Wir sitzen alle gemeinsam in einem Boot. Wir erleben alle gemeinsam diese Erfahrung. Lasst uns einfach alle gemeinsam uns tief verbinden. Lasst uns tief in die Augen schauen, uns lange umarmen, uns gemeinsam schöne, wundervolle Momente erleben. Alle gemeinsam. Wir sind alle eins. Wir machen alle gemeinsam hier eine tief berührende menschliche Erfahrung. Und ich wünsche mir so sehr für alle Menschen und ich bete dafür und ich bin dankbar dafür, dass ich weiß, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass
wir alle gemeinsam hier sind und gemeinsam diese geile Erfahrung machen dürfen. Und ich lade auch alle Menschen ein, die vielleicht auch mal hier auf dem Kanal einen schlechten Kommentar geschrieben haben, die vielleicht mal mit dem Daumen nach unten gedrückt haben. Auch ihr, Leute, auch ihr seid alle mit im selben Boot mit uns. Wir sind alle eins und ich feiere es einfach, dass wir gemeinsam hier diese Erfahrung erleben dürfen. Und ich freue mich, dass du hier auf meinem Kanal bist. Und ich bin selber gespannt, was hier noch kommt, was hier noch kommen darf. Also, ganz viel Liebe, alles Gute, dein Johannes. Ciao.